Nacht bricht herein und wir müssen langsam sehen, dass wir ein Campfire bekommen. Na, ich möchte aber ein großes Campfire haben. Ich möchte das hier haben mit den schönen Steinchen. Und ich möchte es da haben. Und jetzt brauchen wir 4 Stöckchen und ein paar Steine. Ein Stein. Hey, hab ich mitgenommen? Ja, ich hab gerade keinen Zaugen. Das ist auch gefixt. Naja, da habe ich jetzt gehört. Stöckchen, Stöckchen brauchen wir. Die Rocks haben wir genug. Na komm, kommst du her? So. Hoppala. Das weg. Das weg. Oh, wir müssen ja wieder von vorne anfangen. Also wenn da jetzt einer meckert, dann bin ich aber auch ganz böse. Weil ich kann ja eigentlich auch nichts für. Mit den Steinen, das kann man später nochmal ausprobieren. Ich wollte eigentlich auch mal so, wie gesagt, wenn das mit einem Safe, also mit dem alten Spiel schon wieder geklappt hätte, wollte ja auch so ein paar Mythen mal untersuchen, die es gibt. Ich kenne ja auch viele Bugs, die ich einfach bewusst nicht benutze und auch nie angesprochen habe. Und auch ganz froh bin, dass ihr die nie angesprochen habt. Benutze die denn nicht? Weil ich mir das eigentlich nicht kaputt machen wollte. Das Spielgefühl des Survivals. Denn zum Beispiel die Flare Gun hatten wir, glaube ich, schon mal vor vielen, vielen Folgen. Damit können wir um uns bratzen können wie sonst was. Aber das hätte mir persönlich irgendwie den Spielspaß auch kaputt gemacht. Und deswegen habe ich die bisher gekonnt ignoriert. So. Wunderbar, wir kriegen was zu essen. Oh, sieht das jetzt kauderwelschig aus. Wir brauchen eh dann wieder Lizards. Und dann können wir gleich überlegen, was wir uns hier wieder Schönes aufbauen. So. Mal gucken. Wir brauchen noch ein Rope. Wir brauchen jetzt dringend ein Rope. Dann da könnten wir aber Schönes herstellen. Wir können auch eine Fackel herstellen. Ich weiß gar nicht, da um die Ecke rum komme ich. Okay. Da wurde auch ganz viel gefixt. Ich weiß nicht, ob die... Das könnte unser Safe Point sein, damit die uns nicht kriegen. Weil das sieht ja jetzt endgültig aus wie ein großer Höhleneingang. So, wunderprächtig. Ich bleib mal lieber hier so stehen. Hoffe, dass die uns in Ruhe lassen. Hoffe, dass das jetzt auch mit den Zyklen alles wunderbar klappt. Na, speichern bitte. Schlafen. Es ist mitten in der Nacht. Ich muss nur herausfinden, wie mitten in der Nacht es ist. Ist die Sonne jetzt erst untergegangen? Ich sehe auch keinen Mond. Es scheint also gerade erst Nacht geworden zu sein. Es ist relativ brauchbar hell eigentlich. Also man könnte was machen. Ey, sieht das nicht geil aus? Obwohl da jetzt unser Shelter so ein bisschen was von Borderlands hat gerade, wenn ich so da drauf gucke. Unser neues Heim. Glück allein. So. Dann versuchen wir doch gleich nochmal weiter zu schlafen. Jawohl, da geht der Mond gerade unter. Zumindest das funktioniert. Weil in der alten Version, das war wohl, als ich auch im Nachhinein das rausgefunden habe, da sollte es wohl auch so sein, dass wenn man bei Tagesanbruch noch schlafen geht, sind 12 Stunden. Game-Stunden macht man das nachts, wären es 24 und deswegen ist immer wieder Nacht. Und das kam mir ja dann doch meistens so vor, weil wir ja nachts schlafen gegangen sind und es einfach nie hell wurde, dass da irgendwas nicht ganz korrekt ist. In der 0B soll das an sich schon wieder besser gewesen sein, aber das wollte ich jetzt ganz gerne mal schauen. Jetzt scheint es wirklich so zu sein, dass man so bis zum nächsten Anbruch pennt, wenn man nicht unterbrochen wird. Oh, sieht das nicht schön aus. Oh. So, wir bräuchten einen Rope. Rope sollen wir jetzt auch in den eingeborenen Dörfern kriegen. Hatte ich nicht eine? Ja, das soll, glaube ich, auch gefixt worden sein. Ich sag mal nichts. Die hat man doch schon gebaut, oder? Ich bin mir sicher, dass ich damit schon einen Baum gefällt habe. Hallo, Leute! Egal. Ja, Warane, Eidechsen, Geckos, egal. Passt schon. Es ist irgendwas. Und da sind wir wieder voll. Hui, das Stöckchen haut ab. Hey, Stöckchen. Er will es einfach nicht nehmen. Der Varan, der Varan. Was wir vielleicht mal direkt bauen sollten, ist ein bisschen Lager anfangen. Was ist da schon Lager? Ja, ich meine ein Lagersystem.
Was jetzt vielleicht ganz gut wäre. Campfire werde ich dieses Mal auch bauen. Apropos, gibt es denn vielleicht noch anderes neues Kram? Das wäre mein Ziel gewesen, sowas noch zu bauen. Aha. Traps gibt's nichts Neues. Storage gibt es leider auch nichts Neues. Nur die Stickholder sollen jetzt mehr fassen als vorher. Was ich schon mal begrüßen würde. Mal gucken. Ich weiß echt noch nicht, wie ich das jetzt hier bauen werde. Ich glaube, da am Strand bauen wir wieder unsere Hütte hin. Machen wir erstmal hier. So, zack. Okay. Er sieht so voll aus. Er sieht so gefüllt aus. Irgendwie kreuz und quer. Na ja, geh. Okay. Ich wünschte mir nach wie vor einen Stoneholder. Das wäre ganz phänomenal, wenn man das auch machen könnte. Wir können die hier natürlich irgendwo auf eine Ecke werfen alle, aber das bringt uns ja auch nicht so viel. So, Custom Building wollte ich nochmal reinschauen. Die habe ich auch noch nie gebaut. Kann man sich dann auch mal angucken. Mit dem Fallen müssen wir uns dann mal schauen, ob man jetzt vielleicht wirklich endlich die Seile braucht. Das war vorher irgendwie so ein bisschen Buckelbackel. So, na gut. Da. Machen wir hier mal so ein... Ah ja, das passt doch sogar recht gut. Nee, das passt noch nicht ganz so gut. Dem möchte ich... Oi! Ah, ich kann es ja wieder wegmachen, zum Glück. So, räumt man den Stein weg, Stück für Stück. Das ist mal noch die schönste Erneuerung, dass man, wenn man das falsch gebaut hat, es einfach wieder wegmachen kann. So. Ein bisschen Platz mag ich zwischen unseren Gärten haben. Alles klärchen, dann holen wir ein bisschen Holz an Land, sammeln dabei auch wieder ein paar Stöckchen. Ah, das scheint immer noch so ein bisschen durch den Berg durch. Und ja, wir müssen jetzt halt erstmal wieder Lager anfangen und alles überhaupt. Da hilft ja nichts. Da hilft jetzt dann auch kein Jammern und kein Meckern. Wenn ich mich jetzt völlig unvorbereitet in die nächste Schlacht stürze, bin ich dann eh nur wieder tot. Und das mag ich eigentlich nicht. Auch die Höhlen sollen ein bisschen überarbeitet worden sein. Ach, da ist noch ein Lock gefallen. Guck da nach, schau. Wir werden uns auch einen... Ach nee. Spinne! Habt ihr sie gesehen? Da war eine Spinne. Wenn die erstmal was können hier und 2 Meter groß sind, wird's lustig. So, hier oben werden wir, glaube ich, alles wegreißen. Dann ist unser Teil da unten, sieht so angegriffen aus, aber hier wird dann ein Kahlschlag herrschen. Kahlschlag. Idee für ein Thumbnail, die ich am Ende eh nicht umsetzen werde, weil es viel zu viel Arbeit ist. So. Und dann nehmen wir noch einen großen Baum mit. Du. Stirb, Baum. Stirb. Ja, eine Höhle alleine schon. Ready Rusty Pickaxe möchte ich holen. Ich möchte auch gucken, ob die Modern Axe jetzt wieder im Dorf ist oder immer noch irgendwo da hinten beim Stein gebackt ist. Ja, habe ich auch gewusst, dass die da ist. Ich hatte nur keine Lust, die mir jedes Mal wieder neu zu holen. Dafür, dass sie damit zwar ein bisschen schneller Holz fängen kann, aber als Waffe soll sie ja nicht so gut gewesen sein. Ja, also ich wusste viel, was ich einfach auch nicht gezeigt habe. Fies, ne? Fies gemein ist der Herr Okami. Ganz, ganz böse. Und unsere Energie hat auch schon wieder gut nachgelassen. Wir sollten mal wieder so ein bisschen energiesparend vorgehen. Aber gut, die langen Laufwege haben wir. Vor allem jetzt, wo wir hier die Sachen am Anfang nicht wegholen. Ein Grund, warum auch unbedingt Lockholder her müssen. Damit wir hier unten dann... So... Da mal was gepflanzt. Ich hoffe, ich kann auf das andere Ding auch schon mal was pflanzen. Irgendwie Pflanzen sollten hier doch jetzt auch angezeigt werden, oder? Bisher nur Felser. Okay. Na? Wirf doch mal ein paar Stöckchen da. Ich habe gerade schon gedacht, da kommt einer jetzt um eine Ecke gewetzt. Meine Güte.
Ich hätte wissen, wie viele Stöckchen da drin sind, weil da erkennt man jetzt irgendwie gar nichts mehr, ob nun was drin ist oder nicht. Naja, ein paar immer auf der Tasche haben. Und ich möchte auch wieder meine... Verschwindet das dusselige Ding jetzt jedes Mal, wenn ich einen Stickholder benutze? Irgendwie kommt es hier fast gerade so vor, was ich jetzt ein bisschen... Es säuert mich jetzt gerade ein kleines bisschen, weil das ist eigentlich ein ganz blöder Bug. Und dass es mal verschwunden ist, war ja noch irgendwo... Naja, man hat drüber weggesehen, sagen wir es mal so, ne? Aber jetzt in einer Tour, das ist natürlich mega nervtötend. Ich bin dann auch gespannt, ob unser Garten dann jetzt mal richtig gespeichert wird oder ob wir auch den jedes Mal wieder neu befüllen dürfen, neu anpflanzen dürfen. So wie es bisher war, da habe ich jedenfalls nichts, meine ich, gelesen. In den Patch Notes, dass da irgendwas getan wurde. Na gut, wir gucken. Ich überlege, ob ich das da oben dann ein bisschen absichere, einfach, dass die hier nicht so direkt runterkommen. Und ich hoffe einfach mal, dass sie inzwischen auch Fallschaden kriegen. Irgendwas war mit dem Schaden, soll auch gewesen sein. So, wir haben nichts mehr hier einzupflanzen. Ich müsste jetzt herausfinden, es müssen, waren, glaube ich, gelbe, also müssen, glaube ich, von den gelben Beeren oder so ein bisschen gewesen sein, die die Setzlinge bringen, womit wir das dann pflanzen können. Schön, dass das immer noch vor sich hin flackert. Wir machen uns mal einfach hier einen Zwischensnack, damit wir wieder voller Energie sind, wenn es eh noch läuft. Und dann können wir da oben gleich wieder einen Lurchi fangen. Punkto, Uploads und so weiter und so fort. Das ist leider nach wie vor das gleiche Problem. Wie auch, so schnell geht der Ausbau ja nicht, wenn da überhaupt jemand ankommt. Ich bin ja immer noch sehr, sehr skeptisch und eher... Ey, das kann nicht angehen, oder? Die wird jetzt dauerhaft gedroppt, oder wie? Es stand zwar da, dass man jetzt nichts mehr dupen kann und so. In den Garten lassen wir auf jeden Fall noch wachsen, aber das ist jetzt... Ich weiß nicht. Die gelben Pflanzen hat man da auch schon eingesammelt. Die müsste man doch eigentlich auch. Also das ist jetzt... das mit den Dupen hätte ich gerne ausprobiert, aber dass die jetzt dauerhaft verschwindet hier, das ist ja... ja, nervig. Hoch 10. Bin gespannt, wie schnell dann ein, dann ein 005B-Patch kommt, der das wieder hoffentlich behebt. So, wie gesagt, da unten, drunter im Tal, das wollen wir alles so lassen, wie es ist. Dann hau ich dich jetzt erstmal um. Ich glaube, wir fällen jetzt erstmal ein paar Bäume, dann brauche ich einen Lockholder. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Na komm, fall um, fall um, fall um. Und was das Uploaden angeht, ich bin jetzt inzwischen wieder auf MP4 zurückgegangen. Nach wie vor X264 etc. pp. Die Größen technisch machen die kaum einen Unterschied. Qualitativ eigentlich auch gar keinen. Die MP4 sind einen kleinen Tick kleiner, also 5% kleiner. Qualitativ ist das sehr identischer Codec und alles, also da nimmt sich gar nichts. Hat da für mich einen einfachen Grund, Sony Vegas mag keine MKVs importieren und wenn ich mal irgendwie eine Compilation, also einen Zusammenschnitt oder sowas machen will, oder einen neuen Trailer, Kanaltrailer zum Beispiel, oder wie zum Beispiel bei dem Minecraft-Projekt, was ich zwischenzeitlich gemacht hatte, da diesen Endscreen, da muss man dann mit MKVs erst rumeideln wie ein großer. Und das mag ich dann jetzt doch lieber mal. Ah, da wollte ich ihn doch nicht haben. Das ist immer noch. Ich möchte wirklich gerne auf eine andere Taste setzen, nicht auf R. Ich glaube, damit wir dann vielleicht zu den Holdern nicht ganz so weit rennen müssen, bringen wir die hier einfach an. Ja. Es ist auf jeden Fall angenehm, dass sie tagsüber schlafen, die werten Herren da oben. Ich habe ganz gerne ein kleines bisschen... Ich habe doch eh gedrückt. So. Drei Stück sollten dann erstmal reichen. Die müssen das doch voll kriegen. Jetzt machen wir mal unseren Stickholder hier leer.
Hui, das war ein paar zu viel. Na komm. Sticky, Sticky. Hallo, ich möchte die Sticks nehmen. Nimmst du wohl die Sticks? So, haben wir die wenigstens. Also es sieht echt mal aus, als wären zumindest ein paar da drin. Federn eingesammelt. Also wie gesagt, das hat... Upload und so hat es gar keinen Unterschied. Das hier wird jetzt dann auch schon als MP4 sein. Ich glaube, die letzten Folgen... Nee, ich glaube, Space Engineers hatte ich dann von der letzten Aufnahmerunde die letzten zwei Folgen schon hier mit, also wieder auf MP4 gerendert. Und ja, MP4 kann ich einfach reinziehen in Sony Vegas, kannst du bearbeiten. Kann aber mit normal umgehen und das ist doch ein deutlicher Vorteil. Dadurch, dass ich ja jetzt MEGUI nehme, sind die MP4s dann auch kleiner, als wenn ich es direkt als MP4 rendern würde. So, wo sind unsere anderen beiden? Da sind sie. So, zack, zack, zack. Und ja, okay, das wollen wir fertig machen. Holzfällen, wenn wir dann erstmal ein bisschen Lager haben. Alleine schon die stehen lassen, weil dann hier immer schön Stickies droppen. Das ist doch auch eine feine Art. Und Federn. Und jetzt sind hier keine Tiere mehr. Ja, die sollen ja auch ein bisschen... Ach, hi, da bist ja doch. Da bist ja. Ich glaube, ich habe auch nur zwei. Er ist abgehauen, der Feigling. Ich hätte ihm schon nichts getan. Nichts Schmerz oder hoffentlich Schmerzvolles. So, Stickies mitnehmen. Ich frage mich auch, ob wenn man die in Ruhe lassen würde, diese kleinen Dinger, ob die dann auch irgendwann zu großen Bäumen wachsen würden. Das ist auch so eine Sache, die ich ganz gerne mal beobachten würde. Was war das? Habe ich hier was gesehen? Nix, nur das Dorf, was wir mit Sicherheit relativ flott mal besuchen werden. Aber es ist echt, wir werfen was in irgendwelche Holder rein oder irgendwas mit Bäumen und schon ist diese blöde Axt weg. Also das finde ich, wie gesagt, nicht gut. Das ist nicht lustig, der. Was übrigens sehr lustig ist. Ja, dann bleiben wir halt bei der Kleinen. Die ganzen urbanen Mythen, die es hier rumgeht, zum Beispiel ein Mythos, ich weiß nicht, ob das inzwischen noch geht. Ja, so ein bisschen geht's noch. Wände hochklettern, Bäume hochklettern. Also es... Oh! Huhu! Ich habe das zum Beispiel bisher unterlassen, weil ich immer mit Sturzschaden meistens mein Glück habe. Man konnte also auch zeitlang richtig durch die Bäume hochklettern. Suizidvögel! Und die Folge ist auch wieder um. Ich glaube, wir werden den Baum noch umhauen. Und dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, ihr könnt mir sehr helfen, indem ihr die Videos bewertet und kommentiert. Und nochmal kurz gucken. Also wirklich leiser ist er nicht geworden, auch wenn das in den Patch-Notes steht. Egal. Tschüss.